Ob Kopfwehpulver, Hustensaft oder Antibiotikum, die Apotheken haben die Hoheit über die Medikamente. In Österreich jedenfalls. In vielen anderen Ländern ist der Markt längst liberalisiert. In Frankreich etwa, in Großbritannien und ganz besonders in den USA. Der Wettbewerb zwischen den Apotheken und zwischen Drogeriemärkten und Apotheken ist in diesen Ländern wesentlich stärker. Die Preise sind gesunken. Das könnte auch in Österreich so sein, sagen Handelsforscher. Na, wir gehen von etwa 20% aus. Um 20% könnten die Medikamente in Österreich dann billiger sein. Das ist durchaus auch realistisch, weil in Frankreich sind heute schon die Medikamente, die Nettopreise, also ohne der Mehrwertsteuer, um 50% billiger als in Österreich. Die Apotheker liefern die Gegenargumente. In Ländern, in denen die Apotheken zueinander in Konkurrenz stehen, werden mehr Medikamente genommen. Angeblich sterben in den USA jährlich 15.000 Menschen an Nebenwirkungen von Medikamenten, weil sie falsch verabreicht werden. In Norwegen und in Griechenland ist der Gebietsschutz wieder eingeführt worden, weil entlegene Gebiete nicht mehr versorgt werden konnten. Es soll bei den Apotheken nicht dasselbe passieren, was mit den Postämtern passiert ist. Bei den Postämtern haben die Menschen heute ganz, ganz weite Wege zurückzulegen, um zum nächsten Postamt zu kommen. Und wenn man krank ist, ist man zu Hause und möchte möglichst um die Ecke eine Apotheke haben. Vorerst wird sich in Österreich nichts ändern. Das Gesundheitsministerium sendet morgen eine Stellungnahme nach Brüssel. Inhalt: Österreichs Apothekenregelung sei EU-konform. Für das Gesundheitssystem seien die einzelnen Mitgliedstaaten zuständig und nicht die EU. Wir pochen auf das Recht Österreichs der nationalen Selbstbestimmung im Gesundheitswesen und auch auf negative Erfahrungen mit Liberalisierungsschritten im Apothekenwesen in der Europäischen Union. Jetzt liegt der Ball wieder in Brüssel. Möglicherweise wird die Kommission Österreich beim Europäischen Gerichtshof klagen. Vorerst bleibt der Gebietsschutz für Apotheken aber bestehen.